Spoilerwarnung. Das folgende Video beinhaltet natürlich keine direkten Spoiler, aber natürlich kann es sein, dass ich Spoiler irgendwo gehört habe, daran kommt man ja nicht vorbei, und dass das meine Meinung beeinflusst hat. Von daher, wenn ihr gar nichts hören wollt, was irgendwie sein kann in Inazuma, schaltet am besten jetzt aus. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Moin Leute, willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video von mir, und in diesem Video wollte ich einmal über mögliche neue Artefakte-Sets sprechen, die in Zukunft kommen könnten, denn wir wissen ja mittlerweile eigentlich zu sehr großer Sicherheit, dass mit 1.7 Inazuma zumindest in kleinen Stücken auf uns zukommen wird und wir uns darauf freuen können, eine neue Map erkunden zu können mit neuen Gegnern. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach absolut extrem. Ich habe dazu ein Video gemacht, das könnt ihr euch einfach reinziehen, dann wisst ihr Bescheid, was ich meine. Und da dann eine neue Map kommt, kommen natürlich auch neue Waffen, neue Artefakte, alles wird neu, wahrscheinlich neue Dungeons, die wir farmen können. Es wird einfach sehr viel Spaß machen, in 1.7 rumzulaufen und alles Neue zu entdecken. Und deswegen wollte ich einfach mal die Chance nutzen und so ein bisschen mit euch darüber philosophieren, was für Artefakte uns erwarten könnten, denn 1.7 ist so ein Blitzgebiet, da denkt man immer erstmal standardmäßig, okay, in dem Blitzgebiet kommen doch bestimmt auch irgendwelche Artefakte, die Blitzdamage boosten oder ähnliches, aber ich möchte eigentlich über was anderes sprechen, und zwar Artefakte, die ein bisschen universeller sind, ein bisschen spezieller, die man auf eher mehr Bereiche anwenden kann, von denen ich so ein bisschen hoffe, dass sie kommen, und ihr könnt ja einfach mal die Chance auch bei euch nutzen und unten in die Kommentare schreiben, ey yo, ich glaube, Artefakt XY wird kommen. Ich bin jetzt gerade dabei zu streamen auf twitch.tv/sonius94. Das ist ein extrem langer Stream und ich freue mich super, falls ihr dabei sein solltet. Ich habe dazu schon eine Ankündigung letzte Woche gemacht. Das ist ein 9-plus-Stunden-Stream. Bedeutet, wir streamen mindestens 9 Stunden und abhängig davon, wenn ihr sagt, ey yo, ich möchte mehr Sonius94, ich möchte mehr streamen und ihr ballert Support rein, dann wird der Stream auch verlängert bis zu, ich weiß gar nicht, zum Zeitpunkt dieser Videoaufnahme, wie lange, aber ihr könnt einfach damit rechnen, dass das Ganze dann länger geht. Bedeutet, schaltet gerne einfach mal ein und lasst mir ein Hallo da. Das würde mir sehr viel bedeuten und ich würde mich sehr freuen, falls ihr im Stream einmal ganz kurz dabei seid. Jetzt aber zu den genannten Artefakte-Sets, die ich mir wünsche bzw. die ich mir gut vorstellen könnte mit Version 1.6. Und ich möchte ganz speziell auf eine spezielle Mechanik des Games eingehen und das ist die ultimative Fähigkeit. Also die, die wir hier auf den Q-Button unsere Charaktere haben, setzen wir einmal ein, dann haben wir eine Spezialfähigkeit und dann ballern wir richtig was raus. Und rund um diese spezielle Fähigkeit gibt es ja nicht sehr viele Artefakte-Sets. Ich glaube, das erste, was uns allen immer so ganz standardmäßig im Kopf kommt, wenn wir hier so ganz entspannt zocken, ist das alte Hofritual. Wir kennen es alle, wir spielen es alle super gerne. Altes Hofritual, eins der ja meistgenutzten Artefakte-Sets, würde ich schätzen, mittlerweile im ganzen Game, da ich hoffe, jeder davon immer mindestens ein Set im Team hat. Natürlich nicht immer, es gibt so ein paar Ausnahmen, aber sehr viele Teams werden einmal zumindest das alte Hofritual-Set spielen. Das ja einfach mit dem Zweier-Set den Schaden von diesen Spezialfähigkeiten erhöht und mit dem Vierer-Set den Angriff eurer Verbündeten boostet. Allerdings, ja, trifft das beides nicht so den Geschmack, den ich mir wünsche. Und zwar wünsche ich mir zwei eher speziellere Sets. Ein Set, das die Ult so ein bisschen ignoriert, das sagt, ey, wir brauchen keine Ult, um einen geilen Charakter zu haben. Und ein Set, das werde ich auch gleich nochmal ein bisschen genauer definieren, definitiv. Und ein Set, das sagt, wir boosten die Ult zu Tode. Denn bei diesem Zweier-Set ist es ja ganz einfach so, das Zweier-Set boostet es. Und das Vierer-Set sagt sich, ja, eure Ult ist mir vollkommen egal, ne? Liebe Charaktere, die auf der Support-Position sitzt, so ein lieber Qingshu, der eigentlich super viel Ult-Damage raushauen könnte, wozu brauchst du noch ein Vierer-Set, das dein Damage weiter boostet? Und das finde ich ein bisschen schade. Aber ich erkläre erstmal das erste Set, das ich meine. Also das Set, das die Spezialfähigkeit ignoriert oder sich sagt, ey, wir brauchen keine Spezialfähigkeit, um Spaß zu haben. Zum Beispiel für mich wäre da so eine Fische. Eine Fischel ist extrem geil als Main DPS, ihr macht Schaden mit eurem Bogen, ballert ein bisschen raus, seid dann glücklich, habt eine schöne starke Physical DPS Fischel, ballert ab und an mal eine E raus und wenn gerade die E nicht mehr läuft, dann sagt ihr euch, okay, dann ballert ihr mal eine Q raus, um quasi die E zu ersetzen, eure elementare Fähigkeit, aber am Ende des Tages ist beides das gleiche, ihr habt den Fischel Oss und euer Fischel Oss macht dann ein bisschen Schaden, egal ob eure über eure E beschworen oder über eure Q beschworen, außer dass ihr sie natürlich dank der Spezialfähigkeit länger halten können als nur über eure elementare Fähigkeit, ganz klar. Aber am Ende des Tages würde auch die E reichen. Oder so eine Klee ist auch so ein Beispiel, das mir dabei in den Kopf gekommen ist. Ich
hasse ihre Ult. Aus dem ganz einfachen Grund, dass sobald die Ult aktiv ist, ich nicht mehr aus ihr rauswechseln kann. Ich muss bei ihr stehen bleiben, bis die Ult zu Ende ist, außer ich habe sie C4. Ansonsten verschwende ich ihren Ult-Damage und wenn ich dann rausgehe, ist halt schade. Deswegen würde ich mich eigentlich freuen, wenn ich die Ult gar nicht mehr bräuchte. Und das könnte vielleicht so ein Artefakte-Set einfach ganz easy und simpel lösen. Stellt euch mal ein Artefakte-Set vor, das sagt, okay, jedes Mal unter einer bestimmten Bedingung, wie angenommen, ihr benutzt eure elementare Fähigkeit. Dann, wenn ihr eure elementare Fähigkeit benutzt, wird eure ultimative Fähigkeit in irgendeiner Form zurückgedrängt. Und ja, es könnte sein, dass ich diese Ideen woanders gehört habe. Eure ultimative Fähigkeit wird auf gewisse Art und Weise zurückgedrängt. Bedeutet, ihr setzt eure elementare Fähigkeit ein und eure Q verliert Elementarenergie. Das heißt, eigentlich ist ihr gut aufgeladen, wie hier bei einem Qingshu. Ihr habt schon 3/5 voll oder sowas. Dann setzt ihr eure E ein und schwupp, eure Elementarenergie wird euch einfach geklaut. So, dass es auch relativ schwierig ist, sie wieder aufzufüllen. Vielleicht sagt das Artefakt-Set, ey, es lässt sich gar nicht auffüllen oder ähnliches. Zumindest am Ende des Tages, sagen wir mal, die ultimative Fähigkeit wird zurückgedrängt dank der elementaren Fähigkeit. Aber dafür kriegt ihr einen Boost beispielsweise, wie gesagt, es gibt gewisse Leaks in solche Richtungen, ja, aber ich kenne die genauen Leaks nicht. Deswegen entspricht das hier meinen Wünschen und ist nichts, was in dieses Game garantiert kommen wird, weil ich, wie gesagt, die genauen Leaks nicht kenne und dementsprechend ich mich da auch nicht genau reingelesen habe, aber einfach nur so die Grundidee so geil fand, als ich davon gehört habe. Und zwar, stellt euch vor, dafür, dass ihr dann diese Ulti oder auf die ultimative Fähigkeit verzichtet, boostet ihr jeglichen anderen Damage. Ihr boostet den Damage eurer elementaren Fähigkeit. Die Bombe hier mag ich eh viel lieber von Klee. Ich schmeiß sie so gerne. Lass meine kleinen Feuerteufel hier irgendwie Schaden machen. Lass sie explodieren. Dann komme ich nochmal und hau nochmal schön ein paar Standardangriffe raus. Verbrenn all die Gegner, die irgendwie nicht bei 3 auf dem Baum sind. Und freue mich einfach, mit Klee mein Damage zu machen. Und jederzeit raus switchen zu können, um mir zu sagen, ey, komm, die Ult ist mir egal. Ich habe erhöhten Schaden mit allen anderen Fähigkeiten und das, worauf ich dann verzichte, ist die ultimative Fähigkeit, würde ich wirklich persönlich dankend annehmen. Wirklich komplett dankend annehmen. Und das zweite wäre dann halt das genaue Gegenteil, beziehungsweise nicht unbedingt das genaue Gegenteil, aber so ein bisschen eine andere Richtung. Und zwar, das ist halt etwas, was ich wirklich, wirklich vermisse. Irgendein Artefakte-Set, das sich komplett auf den Ult-Damage fokussiert. Sowohl das Zweier-Set als auch das Vierer-Set oder irgendwie die Ult zu rushen. Bei meinem Qingshu beispielsweise ist das Problem, wenn ich jetzt in den Kampf gehe gegen Gegner, ich starte hier diese Sphäre und sage, ey yo, liebe Gegner, hallo, ihr seid da und ich kämpfe gegen die ganz normal, dann benutze ich meine elementare Fähigkeit und dann habe ich leider kein Opferschwert auf meinen Qingshu. Die ultimative Fähigkeit wäre nicht sofort aufgeladen nach einer ultimativen Fähigkeit. Bedeutet, ich müsste wieder abwarten, bis ja, der Cooldown meiner elementaren Fähigkeit runtergegangen ist, ich meine elementare Fähigkeit nochmal einsetzen kann, damit ich dann erst meine Ult einsetzen kann. Und wie cool wäre dementsprechend ein Artefakte-Set, dass diese ultimative Fähigkeit noch schneller rusht. Bedeutet, ich setze jetzt die elementare Fähigkeit ein und ihr seht unten rechts im Cooldown, mir fehlt noch ein ganz bisschen Elementarenergie. Und stellt euch einfach vor, es wäre jetzt voll dank des Artefakte-Sets, weil ich einfach noch mehr, keine Ahnung, Aufladerate kriege oder einen Bonus auf irgendeine Aktion, die ich im Spiel mache. Und dann kommt das 4er-Artefakte-Set oder halt andersrum das 2er-Artefakte-Set und ist einfach ähnlich wie das alte Hofritual und verstärkt noch mal euren Ult-Damage. Keine Ahnung in welcher Art und Weise, so einfach 20% würde ich langweilig finden, abhängig von eurer Aufladerate oder sonst was. Das wäre das, was ich wirklich feiern würde. Und das Artefakte-Set würde sich auf so, so vielen Charakteren lohnen. Ein Beispiel, Beidou. Ja, Beidou kann man als Main DPS benutzen. Es gibt immer wieder Leute, die sich beschweren, dass sie nicht als Main DPS benutzt wird. Aber ich benutze sie viel lieber als Support DPS. Einfach aus dem Off ihre ultimative Fähigkeit einsetzen und dann mit Standardangriff auf den Gegner draufhauen. Mit irgendeinem anderen Char, wie jetzt beispielsweise Qingshu. Und die ganze Zeit kommen Blitze, Blitze, Blitze. Und es gibt einen Blitzflächenschaden und alle Gegner haben das Blitzelement. Und ich kann meine Elementarreaktion mit Verwirbelung raushauen. Mit, keine Ahnung, Feuer noch in Kombination. So spiele ich Beidou viel lieber. Und so spiele ich dementsprechend auch Qingshu. Das sind zwei Charaktere, die würden so hart davon profitieren, dass sie immer ihre Ult einsetzen können und dann einfach super viel ultimativen Damage-Schaden machen. Ich würde es so sehr lieben auf diesen zwei Charakteren. Oder stellt es euch vor, ihr kennt vielleicht die Euler-Builds, die dann, keine Ahnung, mittlerweile schon 5,85 Millionen Damage raushauen, aber dann wird dieses Set rausgegeben, das noch weiter den
Ja, wahrscheinlich klappt es nicht, aber stell dir vor, der Ultimate wird geboostet und das wird nochmal getoppt. Ich glaube, es wird sehr, 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 sehr schwierig, aber würde ich mir auch so geil vorstellen. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten, aber besonders Ching-Chu und Beidou, das sind so die zwei Charaktere, wo ich mir sage, ey, das sind die, die so ein Artefakt-Design einfach brauchen. Ich würde es so sehr lieben. Ich bin ganz ehrlich, Ult raushauen, elementare Fähigkeit raushauen, rausswitchen und einfach Schaden machen. Ihr seht diese Wasserschwerter und macht, stellt euch vor, die machen alle noch mehr Schaden. Ich würde es einfach so sehr feiern und dann ist die Ult wieder geladen und ich kann es wieder raushauen. Das sind so zwei Artefakte-Sets, die ich mir definitiv wünsche. Des Weiteren wünsche ich mir irgendwas, was ja nochmal so ein bisschen mehr auf Elektro zugeschnitten ist. Mit Inazuma werden sicherlich neue Elektro-Charaktere kommen und aktuell haben wir nur ein Elektro-Artefakte-Set. Das ist ja dieses hier ganz normal standardmäßig 15% Elektro und dann halt die Elektro-Elementar-Reaktion. Sowas könnte theoretisch eigentlich auch mal für Kryo kommen. Das Kryo-Vierer-Set ist ja ein bisschen anders. Das kann ich mir aber nicht so gut vorstellen, auch wenn ich solche Sachen gehört habe, dass sie kommen könnten. Ich brauche Elektro. Ich möchte einfach mehr Elektro in 1.7 sehen und bin sehr gespannt auf Inazuma und die Artefakte-Sets, die wir dann sehen werden. Und das ist eigentlich auch alles, was ich mit diesem Video erzählen wollte. Falls es euch gefallen hat, will ich mich natürlich extrem über einen Daumen nach oben freuen und eure Ideen über Artefakte-Sets unten in den Kommentaren. Ansonsten verabschiede ich mich an dieser Stelle. Das war's von mir, euer Sonys94.